tatsächlich viel Spaß und begrüße Jessica Zinn von der Piratenpartei in Berlin. Hallo meine Freunde! Wie jedes Jahr treffen wir uns hier zur bundesweit größten Demo zur Legalisierung von Cannabis als Genussmittel, Medizin und Nutzhanf. Jedes Jahr unterhalten wir uns hier über die kleinen Fortschritte. Und wir kämpfen bereits seit vielen Jahren für die Legalisierung von Cannabis. Ich danke euch dafür, dass ihr alle heute wieder dabei seid. Im letzten Jahr hat die Debatte ordentlich Fahrt aufgenommen. Wir haben viele kleine Erfolge zu verzeichnen und einer davon sind die Modellprojekte, die vielfach in Kommunen angeschoben werden. Das erste davon war das Projekt in Friedrichshain-Kreuzberg in meinem Bezirk. Es ist ein kleiner Erfolg, aber es ist ein wichtiger Erfolg, dass wir überall Modellprojekte bundesweit anstreben. Es sind viele kleine Schritte nötig auf dem Weg zur Legalisierung. Ich danke euch allen. Ich möchte euch heute etwas über Modellprojekte erzählen. Vor ungefähr 2 Jahren fing unsere Bürgermeisterin Friedrichshain-Kreuzberg an, hier die ersten Ideen für erste Schritte zur Umsetzung eines Modellprojekts zu machen. Dieser Antrag wurde einstimmig bei uns im Parlament, bei Abwesenheit der CDU, einstimmig angenommen. Wir haben inzwischen 2 Jahre später den ersten Antrag seit 1997 eingereicht. Dieses Modellprojekt ist ein wichtiger Schritt für die Legalisierung und ich finde, es sollte ein Schritt sein, um zu zeigen, welche Auswirkungen die Legalisierung hat, wie diese aussehen kann. Es handelt sich um keine Legalisierung, es handelt sich um eine Ausnahmegenehmigung nach dem Betäubungsmittelgesetz. Ich habe viele Gerüchte gehört. Es wirkte so, als hätten wir schon einen Coffeeshop am Görlitz. Und ich habe auch vielfach von euren Wünschen und Träumen gehört, wie so ein Coffeeshop auszusehen hat. Mit angenehmer Atmosphäre, Sofas, natürlich mit Fachpersonal. Ich muss euch leider ein wenig enttäuschen. Es ist zwar ein großer Schritt für die Legalisierung, aber es ist nicht das, was ihr euch vorstellt. Sollte dieser Antrag beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte angenommen werden, bekommen wir zunächst einmal eine Lösung, die zum Beispiel beinhaltet Abgabe mit Beipackzettel und Warnhinweisen für 1 Gramm Portion zu einem Preis von 10 oder 11 Euro. Wollt ihr das? Nein! Davon gibt es dann höchstens 10 Gramm pro Tag, natürlich ohne Mengenrabatt. Ein Nachweis, dass ihr berechtigt seid, den gibt es unter die Identifikationskarte an registrierte Einwohner. Die Zielgruppe sind hierbei auch noch die Problemkonsumenten. Glaubt ihr, dass diese davon angesprochen werden? Es ist ein kleiner Schritt, aber es ist ein medizinisches Modellprojekt. Wir brauchen mehr davon, aber bitte helft uns. Packt mit an, damit wir die nächsten bessere Modellprojekte bekommen. Denn würdet ihr wirklich überteuerte Kleinportionen mit Warnhinweisen, ein E-Card oder einen zum Zutragen legal erwerben wollen? Für Patienten ist es bestimmt besser. Helft bitte mit, die nächsten Anträge besser zu gestalten. Viele Ziele eines Modellprojektes sind unterstützenswert. Wir setzen uns ein für die Beendigung des unkontrollierten Schwarzmarktes. Wir wollen einen Jugendschutz und einen Verbraucherschutz. Aber das können wir auch durch eine Legalisierung erreichen. Wir wollen nicht ein derartig kontrolliertes Modellprojekt. Denn ein Modellprojekt kann auch ein Vorreiter sein für die Lösung, die wir später bekommen. Bitte helft mit, das zu verbessern. Die Piraten fordern eine komplette Legalisierung und eine Abgabe durch lizenzierte Abgabestellen, durch Fachgeschäfte und Fachpersonal. Diese geplante Abgabestelle wird aber kein gemütlicher Kiffershop, wie er hier in Kreuzberg ist. In Friedrichshain-Kreuzberg wird zum Beispiel das Cannabis-Kontrollgesetz der Grünen. Hey, wir müssen mal die Linse freihalten. Ständig steht da irgendein Riese vor, Alter. Es geht nicht um eine Freigabe. Ich muss einfach sagen, zwei Seiten, das klappt. Neuen Bürokratieaufwand. Einen weiteren Strafenfall erlöst, wenn die Vorschriften missachtet werden. Diese Art der Abgabestelle, doch, geht das gerade, ne? Situation im Netzwerk der Suchthilfe, ist nicht das, was aber siehst du, wenn das auf Höhe der... Hier wird Hanf nicht so behandelt wie eine wertvolle, endlich zu legalisierende Pflanze, sondern wie eine stark gefährliche Droge.
Diese Herangehensweise widerspricht vorhandenen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und ein Modellprojekt dieser Art wird meiner Meinung nach auch keine für die Legalisierung aussagekräftigen Erkenntnisse. Wir brauchen keine Bevormundung. Diese strenge Kontrolle übertreibt kostenintensiv die Gefährlichkeit von Cannabis. Vieles bei diesem Modellprojekt ist noch ungeklärt. Es gibt viel Bürokratie, Finanzierung ist ungeklärt, wir wissen nicht, wo es herkommt, aber es ist ein erster Schritt. Es wurde ein Antrag eingereicht. Und ich warte auf die vielen Kommunen, die dem nachgehen, die weiter folgen und die besseren Anträge ausarbeiten, bei denen es nicht so sehr um die Kontrolle und Bevormundung der Bürger, sondern um einen informierten Konsum geht. Ja, wir wollen kontrollierte Abgabe an Vorjährige. Wir wollen Verbraucherschutz, wir wollen Jugendschutz. Aber wir wollen keine Bevormundung. Ist gut jetzt. Für die Piratenpartei fordere ich Modellprojekte, die eine Aussagekraft für die Legalisierung von Cannabis in ganz Deutschland haben. Wir wollen hier eine Vorreiterrolle schaffen und ein Legalisierungsprojekt, ein Modellprojekt für ganz Berlin haben. Deutschland als Abbild, ja, Berlin als Vorreiter für Deutschland. Wie sähe es in Deutschland aus? Die Piraten wünschen einen verantwortungsvollen Umgang mit Rausch- und Genussmitteln. Bevormundung widersprechen der Grundüberzeugung und unser Verständnis einer mündigen Gesellschaft. Modellprojekte sind nur kleine Schritte und sie sollten keine Vorbilder werden für eine restriktive, streng kontrollierte und sanktionierte Abgabe von Cannabis, sondern sie sollten zur Legalisierung führen. Hierbei sollten wir auch die Auswirkungen einer Legalisierung für die verschiedenen weiteren Anwendungsmöglichkeiten der Hanfpflanze betrachten. Unser Motto heute ist: Nutzt Hanf. Nutzt Hanf als relativ harmloses Genussmittel, als Medizin und als wertvolle, vielfältige Nutzpflanze. Für die Legalisierung von Cannabis. Nutzt Hanf. Ich danke euch, dass ihr da seid. Vielen Dank, Jessica Zinn von der Piratenpartei in Berlin.